Liebe Schwestern und Brüder, sich dem heiligen Hieronymus zuzuwenden, heißt nicht unbedingt, sich Freunde zu machen, im Gegenteil. Er ist zwar, wie manche Quellen sagen, der gebildetste unter den lateinischen Kirchenvätern, den Vieren, aber er ist bis heute umstritten. Wenn man Biografien über ihn liest, das ist immer eine heikle Geschichte, manchmal sagen die ja mehr über den, der schreibt, als über den geschrieben und gehandelt wird, dann kommt Hieronymus in der Regel nicht gut weg. Ein unausgeglichener Charakter, ein hasserfüllter Mensch, wird da gesagt. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will, ein Heiliger. Es würde etwas fehlen im heiligen Himmel, wenn es Hieronymus nicht gäbe. Eine Ordensschwester einmal gefragt, wo sie denn hinwolle im Himmel, sagte, auf jeden Fall zum heiligen Hieronymus in die Krachecke, da ist auf jeden Fall was los, so dachte sie. Das ist vielleicht besser zusammengefasst als manche Biografie. Hieronymus ist sicher nicht unumstritten in dem, wie er agiert und was er tut. Und dennoch, als er am 30. September 419 die Augen schließt, hinterlässt er etwas. Ein bisschen, es trifft sich per Zufall, dass die gerade dieses Evangelium, die Weherufe über Chorasim, Bethsaida und Kapharnaum heute treffen. Worunter Hieronymus immer gelitten hat, was aber in dieser Zeit an der Tagesordnung war, ist nicht das Fremde der Kirche zusetzen, sondern die Uneinigkeit und der Streit und der Irrglaube innerhalb der Kirche. Das ist das, was ja Benedikt XVI. Versucht hat, uns immer wieder zu sagen. Die größte Gefahr droht der Kirche von innen, nicht von außen. Deshalb ist es auch jetzt ganz irrsinnig, das ist ein großes Ablenkungsmanöver, wenn wir über die Gefahr von Islamismus oder so etwas reden. Das muss man ganz nüchtern, ruhig anschauen. Vom Inneren der Kirche droht immer die größte Gefahr. Wir sind uns selber der größte Feind. Die großen Streitigkeiten über die wichtigen Fragen des Glaubens. Hieronymus hat sich zeitlebens leidenschaftlich darin engagiert. Und zwar zuerst im kirchenpolitischen Establishment in Rom bei Papst Damasus, aber dann auch mit einer gehörigen Portion Frust hat er seinen Ort gefunden, Bethlehem. Mit Männern und Frauen, mit denen er etwas anfangen konnte. In seiner Mönchsgrotte, die er bewohnt hat und in der er auch gestorben ist. Nacht für Nacht, Tag für Tag bei schwachem Licht über die Schrift gebeugt. Briefe schreibend. Stellung beziehend. In diesem Stellungskrieg innerhalb der Kirche. Da macht man sich natürlich nicht nur Freunde. In seinem letzten Brief schreibt er an seinen Schüler Apronius, es ist besser, trockenes Brot zu essen, als den Glauben zu verlieren. Da hatten die Pelagianer, also die innerkirchliche Kontrapartei, gerade sein Kloster verwüstet. Es ist besser, trockenes Brot zu essen, als den Glauben zu verlieren. In einer Biografie fand ich die schöne Stelle, wo der tote Leichnam gefunden wird, nachdem er in der Nacht zum 30. September gestorben war. Dort heißt es, von dem entseelten Leibe des Greises hätte einer von den Mönchen ins Nachsinnen kommen können über die seltsamen Wege, auf denen Gott seine Erwählten führt. Er konnte nichts wissen von dem kleinen Buben von Stridon, von dem römischen Studenten mit dem unbändigen Wissensdurst und der verblüffenden Redegewandtheit, von dem jungen Mann, der in Aquileia das Glück der Freundschaft genoss, von dem Einsiedler, der in der Wüste Chalkis seine ersten Hebräischstunden nahm, von dem umschwärmten Redner des Kreises auf dem Aventin und dem Vertrauten des Papstes Damasus. Aber er konnte sich den Meister von Bethlehem vergegenwärtigen, den unablässig Tätigen, der so viele Nächte über seine Manuskripte gebeugt, pausenlos mit nie ermüdender Stimme seinen Sekretären diktiert hatte.
Die Welt war diesem leidenschaftlichen Mann nie ganz gerecht geworden, außer vielleicht in seinen allerletzten Jahren, als er geradezu die Verkörperung der katholischen Rechtgläubigkeit schien. Er hatte seine Freunde heiß geliebt und seine Feinde mitleidlos verfolgt. Die Gefährten seiner Jugend waren seit langem tot. Eustochium hatte 9 Monate zuvor die letzten Erinnerungen an jene vergangene Zeit mit ins Grab genommen. Aber andere waren gekommen, auf die Hieronymus als alter Mann dieselbe eigentümliche Anziehungskraft ausgeübt oder denen er dieselbe unbezwingliche Abneigung eingeflößt hatte. Ein letztes Mal fällt der flackernde Schein der kleinen Studierlampe auf das Antlitz, das die Nachwelt nicht kennen sollte. Die Septembernacht deckte die Wüste Juda wie mit einem riesigen schwarzen, sternübersäten Leichentuch. Hieronymus' Leben war zu Ende. Augustinus sollte niemals eine Antwort erhalten auf seine Fragen nach dem Ursprung der menschlichen Seele. Seine Reliquien, wir wissen bis heute nicht, ob sie in Bethlehem in dieser konstantinischen Basilika verblieben sind oder ob sie doch geraubt wurden oder nach Rom gebracht wurden. Die wichtigste Reliquie war für das Abendland die lateinische Übersetzung der Schrift. Das ist kulturelles Erbe pur. Von einem Mönch, von einem Kirchenvater aus dem Nahen Osten in den Westen transferiert. Und eigentlich prägend bis heute. Wenn wir dieses Erbe nicht wieder entdecken und beleben, werden wir den gleichen Streitigkeiten noch mehr verfallen, unter denen Hieronymus so gelitten hat.